Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Ja, eigentlich zu einem Odin war shoppen. Habe ich gerade eben gemacht. Das ist schon am Hochladen. Da hat der Postmann geklingelt, aber ich muss sowieso ein anderes Video machen. Das ist nochmal Odin war einkaufen Weihnachten Spezial. Denn ich habe noch was gekauft bei Amazon. Ich konnte nicht widerstehen. Meine Frau hat gesagt, das ist Quatsch, die ist noch nicht so alt. Da hat gesagt, dann hat's es. Ist doch egal. Was man hat, hat man. Was man kriegt, weiß man nicht. Da habe ich nämlich bei Amazon gefunden, so ein Tetris-Puzzle. Ich werde das jetzt garantiert auch nicht auspacken, weil ich das garantiert dann nicht wieder in die Folie reinkriege. Und da kann man dann in diesen Holzrahmen verschiedene Sachen machen. Also man kann einmal die so reinmachen, so wie sie jetzt sind, und kann halt auch eine andere Anordnung machen. Das ist vollkommen egal, weil es ja Tetris. Hauptsache, man kommt voll nach oben. Und man kann dann halt auch, ja, Pistole ist jetzt ein bisschen unpraktisch, aber hier Menschen, Blumen und sowas alles kann man denn damit machen. Und dann noch mehr. Habe ich bezahlt 7,90 Euro oder so. Bin mir jetzt nicht sicher. So, ganz gut, dass ich das jetzt schnell noch mache. Meine Frau kommt nämlich gleich. Die war ist beim Frauenarzt. Und ich habe gedacht, Mensch, da kann sie auch ein bisschen, sind Steine, ist bunt, kann man den. Was man hat, hat man. Dann kriegt sie denn mit ihm wird sie noch nicht anfangen können damit, aber mit 2 oder 3 Jahren wird sie dann noch anfangen können. Und so hat sie das schon, kriegt sie zu Weihnachten, liegt dann in ihrem Zimmer. Und da wird sie sich dann freuen, wenn sie dann endlich benutzen kann. Für meine Frau habe ich was geholt. Noch vor dem Cyber Monday. War für einen schmalen Taler da. 29 oder 39, ich weiß es nicht genau. Habe ich ihr ein weißes kleines Radio gekauft. Seht ihr das? Ja. Die hat noch eine andere coole, so wie ein altes Grammophon und dann so wie so ein altes Radio. Die Links packe ich euch auch mal runter. Da war ich auch stark am Überlegen, ob ich das hole. Aber das passt nicht zur Einrichtung. Ich weiß, wie meine Frau ist. Die ist da sehr penibel. Und das soll ja eine Küche kommen. Die hat in allen Zimmern jetzt so kleine Radios oder allgemein Radio, wo sie Radio hören kann. Und die wollte jetzt unbedingt noch ein Radio für die Küche haben. Und das hat halt USB, also hier CD, MP3, Player Plus, Radio FM, CD, MP3 Player, ja, AUX-In, Headset kann man anschließen und USB-Stick kann man auch machen. Das sieht man da nur vorne. Und dafür habe ich jetzt 39 bezahlt oder so. Ja, das ist das Weihnachtsgeschenk, da kriegt sie dann zu Weihnachten. Wir können ja mal kurz reingucken. Ich muss nur gucken, wie ich meine Frau loswerde, dass ich das in Ruhe einpacken kann. So, da seht ihr das dann so ein bisschen. Oben ist, die Klappe ist silber, alles andere ist weiß. Und ihre Küche ist ja auch weiß. Die hat ja alles bei Ikea geholt, ihr Hemmnis und so, wie die alle Dinger heißen. Und ja, da wird sie sich freuen, dass sie dann endlich auch ein Radio in der Küche hat. Für das Badezimmer hat sie sich meinen Tageslichtwecker geklaut. Ich habe im Schlafzimmer so einen Tageslichtwecker. Der ist halt, in der Mitte steht die Uhr und dann außenrum ist so ein Farbkreis. Da kann man auch sagen, soll grün leuchten, blau leuchten. Und beim Wecken geht das dann halt immer mehr an, bis halt hell ist. Und soll ein sanftes Wecken sein. Mich stört's nicht, ich werde wach halt. Und dann hat sie sich geklaut für das Badezimmer. Jetzt kriegt sie von mir halt Wohnzimmer auch noch. Das muss ich jetzt noch wegpacken. Das darf sie sehen, das Radio darf sie nicht sehen. Muss weggepackt werden. So, jetzt müsste ich aber rein theoretisch alles für Weihnachten haben. Achso, im letzten Video habe ich euch auch nicht gezeigt, das ist mir später erst aufgefallen. Ich habe für meine große Tochter auch noch Bettbezug geholt, also so rosa-weiß. Das ist noch versteckt. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich das Verpacken-Video mache. Also Odin packt ein, nicht packt aus, sondern packt ein. Da werdet ihr das sehen. So habe ich jetzt eigentlich nichts weiter. Ich werde für Frauchen jetzt noch einen Gutschein holen für das Nagelstudio, damit sie sich ihre Fingernägel wieder schön machen kann. Und für die große Tochter habe ich alles. Für die kleine Tochter habe ich eigentlich auch alles. Für mich kommt Ambilight. Darf meine Frau auch nicht wissen.
Ich denke mal, die kriegt da nicht mal einen Unterschied mit, ob das mit dem Fernseher ist oder ob das Standardblau ist. Und wenn sie was sagt, sage ich, ich habe da so ein Zusatzmodul gekauft oder gekriegt oder was weiß ich, muss ich mir was einfallen lassen, damit das nicht auffällt. Ja. Dann würde ich sagen, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Wenn es euch gefreut hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.